TV. Oldie meets Youngster, Ferrari, Zweiräder und jede Menge Musik und Benzingespräche. Das alles gab's unter anderem bei den 5. Oldtimer Classics in Lage. 2 Tage volles Programm bei besten Wetterbedingungen machten dieses Event wieder einmal zu einem Highlight für die Fans des alten Blechs. Mein Name ist Hans-Hermann Kneuper. Ich komme aus Ratingen extra wegen dieses Ereignisses hier. Und ich muss sagen, nicht nur das Wetter ist toll, sondern halt eben auch das gesamte Bild, was man hier so einfängt. Und insofern bin ich meinem Cousin sehr dankbar, mich hier hingeführt zu haben. Das hören wir sehr gerne hier in Lage. Sind Sie auch mit eigenem Oldtimer hier oder sind Sie mein, nur... Mein Cousin hat einen sehr schönen TR4 und ich durfte heute mal mitfahren. TR4 ist doch Triumph, gehört doch zum British Elend Konzern. Kann man das so sagen? Sie also, lachen schon, Sie haben das scheinbar schon mal gehört. Ja, ja, ich kenne das aus meiner Jugend. Es gab wenig Ersatzteile zu der Zeit. Aber nicht, mein Cousin hat das alles, glaube ich, sehr gut im Griff. Schneidert und schustert und schraubt selber und insofern kommt er halt eben gut zurecht. Nicht? Das Auto ist... Da ist die Elektrik von Lucas, das ist der Bosch von England, ist drin. Das nennt ihr immer, Lucas macht die elektrische Dunkelheit. Ich habe gerade mit einem anderen Gast hier gesprochen, der ist heute mit dem TR4 hier, der muss auch hier irgendwo stehen, ein hellblauer, himmelblauer TR4. Der hat seine Alpine verkauft. Er wollte ein neues Objekt haben. Jetzt habe ich ihn gerade gefragt, wie er zufrieden ist. Er sagt, er ist schon zweimal liegen geblieben. Also da scheint doch was dran zu sein an diesem Image, an diesem schlechten Image. Tja, vielleicht liegt es auch an der Pflege. Ich glaube bei dem Mann nicht, weil der pflegt seine Autos wirklich. Die sind alle im Top-Zustand. Aber er schimpft eben auch ein bisschen auf die Elektrik. Naja. Also liegen geblieben bin ich noch nicht. Hätte ich jetzt auch gesagt. Nein, ist alles in Ordnung. Prima. Vielen Dank fürs Gespräch und noch einen schönen Tag hier in Lage am Oldtimerpark Lippe. Ja, danke auch. Tschüss. Herr Kneuper kam aus Ratingen, aber auch sonst lockte der herrliche Sonnenschein an diesem Wochenende zahlreiche Besucher zum Oldtimerpark. Gegen Mittag wurde es bereits eng auf den Parkplätzen. Ja. Das ist ein Polizeiwagen, Baujahr 59, original, vollkommen restauriert, alles funktionsfähig. 30 PS und gehört zur Grundmann-Sammlung in Hessisch-Oldendorf und ja, wir freuen uns, dass wir hier bei der Lage Classics dabei sein können. Gewesen. Ich glaube, spektakulärer konnte man die historischen Zweiräder nicht in Szene setzen. Gegen 13.30 Uhr begann der Schaulauf Oldie meets Youngster. Hier wurden Oldtimer und ihr heutiges modernes Gegenstück präsentiert. Dabei erläuterte Oldtimerpark Lippe-Moderator Uwe Despan die technischen Details und wusste dazu auch so manche interessante Anekdote zu erzählen. Zwischen den Show-Acts fand sich immer wieder Gelegenheit, einen der hier zahlreich vertretenen Clubs oder Interessengemeinschaften vorzustellen. Ja, mein Name ist Manfred Winkelmann vom Bachetta-Team OWL. Wir freuen uns, hier bei der Veranstaltung dabei sein zu dürfen, auch wenn unsere Autos noch keine 30 Jahre alt sind, aber immerhin schon 20 Jahre und wir sozusagen auf der Schwelle zum Oldtimer-Dasein stehen. Auch die Porsche 912 Group Ur-12er präsentiert sich hier bei den 5. Oldtimer Classics in Lage. Die Porsche 912 Group Ur-12er, eine ganz besondere Gruppe, weil wir fahren den seltenen Porsche 912, den ersten 11er mit 4 Zylindern. Ja, und da komme ich ins Spiel. Liebe Besucher, ich stehe hier bei der Porsche 912 Group Ur-12er.
Die 912 waren die ersten Elfer mit dem Vierzylinder-Boxermotor des 356 und sind erst in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus der Porsche-Fans gerückt. Ich heiße Steffen Schellin und habe keinen Oldtimer, aber ich interessiere mich dafür und diese Veranstaltung, die hier im Moment stattfindet, finde ich ganz großartig. Ich könnte mich für beispielsweise so einen Porsche 912, ich glaube, das ist ein seltener Vierzylinder, interessieren, aber ich glaube, ich muss noch etwas sparen. Also dies ist ein tolles Gefühl hier. Ich bin ganz froh, dass ich hier einmal Probe sitzen darf in diesem tollen 912 Vierzylinder. Vielen Dank. Dann stand auch schon der nächste Show-Act an und es wurde hektisch. Hi, Ingo Zabel. Horst. Können wir ein kleines Interview machen? Machen wir gleich. Wir wollen jetzt gerade unseren Rennsportwagen präsentieren. Zuschauer warten schon als einer der Highlights der Oldtimer Classics Lage. Und danach kommst du wieder und erzählen wir dir, wie das Kreiseldriften geht. Okay, ich melde mich. Danke. Ging es richtig zur Sache, Ingo Zabel ist nicht gerade dafür bekannt, dass er zu viel bremst. Das schauen wir uns mal aus der Luft an. Und von hier oben kann man sehr schön den extra für die Rennsport-Demos der historischen Rennwagen abgesperrten Straßenabschnitt erkennen. Zusätzlich sichern beidseitig aufgestellte Sperrgitter die Zuschauer ab. Ja, der Ingo Zabel, ein ganz alter Hase im Motorsport, mit 18 angefangen. Heute immer noch am Volant, denn er ist seit schon ein halbes Jahr am letzten so recht nach dem Geschmack der Zuschauer. Dieser Auftakt, den Ingo Zabel hier mit seinem RS für die Zuschauer zelebriert hatte. Aber auch die anderen Piloten, wie zum Beispiel Olaf Uppmeier, Alexander Wirth und Christian Helbig im Fiat Abarth, um nur einige zu nennen, verstanden es, ihre Reifenprofile eindrucksvoll in den Asphalt zu bringen. Nach dieser Show ging es dann erstmal wieder zurück ins Fahrerlager für unsere Racer. Aber da kündigte sich schon im Hintergrund mit einem geradezu infernalischen Motorgetöse das nächste Highlight an. In einer der Boxen der hier im Oldtimerpark ansässigen Firma HGK ließ der Chef höchstpersönlich einen ganz, ganz seltenen und exklusiven Ferrari warmlaufen. Wenn ich sage exklusiv, dann trifft das auf keinen mehr zu als auf diesen FXX, den es weltweit offiziell nur 30 Mal gibt. Und einer davon sollte hier im Oldtimer Park Lippe in Kürze zu einem Schaulauf starten? Wahnsinn! Okay, hier schien es ja noch eine Weile zu dauern, bis so ein Ferrari warm gelaufen war. Und so schaute ich mich erstmal weiter bei den Clubpräsentationen um. Thomas Hauereisen, RT 32, SL-Club in Ostwestfalen. Ja, wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen. Es macht hier riesig Spaß und bei diesem Wetter ist es natürlich eine himmlische Veranstaltung. Die Frequenz von den Zuschauern hochinteressant, wirklich hochinteressant. Wir haben viel, viel Spaß in den Gesprächen, die oftmals sehr technisch angehaucht sind. Es ist unglaublich, wie viel die Leute schon wissen, die sich mit solchen Fahrzeugen beschäftigen. Ich bin Obertechniker, bezeichne mich zumindest als solcher, bin aber immer überrascht, mit wie viel Wissen doch diese Leute auf einen zukommen und sich mal für die Technik der Fahrzeuge, für den Umgang der Fahrzeuge und für die Integration der Fahrzeuge interessieren. Einfach klasse. Ihr seid aber echte Oldtimer-Fahrer. Euer 107er ist schon 30 Jahre alt. Ich sag mal nicht Oldtimer, ich sag mal historisches Fahrzeug. Oldtimer klingt ja immer so ein Stück weit, ja,
Ihr seid ein Mercedes-Fahrer, bei euch muss es besonders klingen. Jawohl. Stimmt. Ja. Nein, wir lieben unsere Fahrzeuge heiß und innig. Die werden auch dementsprechend gepflegt und schauen, dass der Wert des Fahrzeuges nicht nur aufgrund der momentanen Zeit, sondern auch durch das, dass das Fahrzeug präsentiert, hochgehalten wird. Ja. Von wann bis wann wurden diese schönen Mercedes-Fahrzeuge gebaut? 71 bis 89. 89 wurden die letzten Fahrzeuge ausgeliefert. Begonnen hat das Ganze mit einem 450 SL. Später kam der SLC dazu. Man hat die Fahrzeuge dann verfeinert mit dem 350 SL, 350 SLC. Ist dann übergegangen im Laufe der Zeit mit drei Modifikationen. Es ist im Übrigen der am längsten gebaute SL überhaupt. Prima, dann wünschen wir euch immer beulenfreie Fahrt mit euren schönen 107er SLs. Herzlichen Dank. Während draußen auf dem Platz vor dem OPL-Café die Stimmung leichten Volksfestcharakter angenommen hatte, lief der Ferrari immer noch warm. Hier hatte sich bereits ein Pulk von Schaulustigen und Fotografen gebildet, die nur darauf warteten, dass der Ferrari endlich aus der Box fuhr. Gab's hier etwa Probleme? Die Antwort darauf erfahrt ihr in Teil 2. Das war der erste Teil von den 5. Oldtimer Classics in Lage. Mehr von hier seht ihr im zweiten Teil. Dann gibt's die Auflösung, wie weit der Ferrari wirklich gekommen ist. Wir sprechen exklusiv mit dem Besitzer, wir haben den Stargast Walter Treser und wir bitten die Veranstalter vor die Horst TV Kamera. Hallo, Horst TV! Horst TV.